Ja, ein herzliches Bundi von meiner Seite. Gerne bestreite ich jetzt die nächsten 45 Minuten mit diesem Rückblick. Sie haben schon schöne Bilder gesehen. Eine Olympiamission ist eine Leadership-Bombe sozusagen. Warum? Die Athleten haben natürlich hohe Leadership-Qualitäten, was die Selbstführung anbetrifft. Coaches haben unter schwierigen Bedingungen Leadership-Qualitäten zu nutzen, damit die Athleten erfolgreich sind. Und vielleicht die ganze Missionsführung hat Leadership-Qualitäten aufzuzeigen, um die ganze Mission erfolgreich über die Bühne zu bringen. Also Sie sehen, wir sind auch mit dem Thema Sochi Mission mitten auch im Thema Leadership. Und ich glaube, vor allem, wenn es gut geht, braucht es vielleicht nicht so viele Leadership-Qualitäten, aber vor allem, wenn es schlecht geht, da ist man dann wirklich gefordert mit diesen Merkmalen. Das Hauptthema ist aber nicht Leadership von meiner Präsentation, sondern ein kurzer Rückblick zu Beginn, vielleicht drei Folien, um Ihnen einfach aufzuzeigen, wie sich die Olympischen Spiele auch entwickeln. Sie sehen hier die Entwicklung der Teilnehmerzahlen der Olympischen Verbände, wie sich das entwickelt auf die letzten Jahre. Also wir haben hier eine deutliche Zunahme, einfach um das mal so aufzuzeigen. Sie haben die Teilnehmerzahlen Frauen und Männer, Männer blau, Frauen rot, auf dieser Seite, auf dieser Folie. Und auch hier sehen Sie eine große Entwicklung. Es kommen neue Sportarten dazu, neue Sportdisziplinen. Und man sieht ungefähr, es pendelt sich immer bei der Zahl ein, in letzter Zeit 60% Herren oder Männer Teilnehmer und ungefähr 40% Frauenteilnehmer. Und wenn wir das noch ein bisschen weiter treiben, so sehen Sie hier drei Farben, ich erkläre das ein bisschen klein. Anzahl NOCs ist blau, grün ist die Gesamtanzahl der Wettkämpfe. Da sieht man auch, dass da viele neue Wettkämpfe dazukommen in den letzten Jahren. Aber was interessant ist hier, sehen Sie, das ist recht stabil. Es sind immer praktisch 26 Nationen, die Medaillen abholen. Also einerseits eine große Entwicklung hier. Aber die Nationen oder Verbände, die Medaillen abholen, ist hier in den letzten 5, 6 Austragungen bleibt relativ stabil. Man könnte davon ausgehen und sagen, okay, die Konkurrenz ist auch stabil. Es sind die gleichen Länder, die wirklich in den Spitzensport investieren und die Medaillen abholen wollen. Die Zielsetzungen waren grundsätzlich klar. Es gibt die strategische Zielsetzung, man will in die Top 8, was die das Medaillenranking anbetrifft, der ungewichteten Medaillen. Und Sie sehen hier eine kleine Übersicht. Also wir haben definiert, 10 Medaillen sollten wir gewinnen können. Es wurden 11. Das ist mal grundsätzlich erfüllt. Top 8 im Nationenranking gewichtet, also da spielt die Goldmedaille, die Silber- und die Bronzemedaille eine Rolle. Das ist Rang 7 eigentlich auch erfüllt, aber ungewichtet, was definiert ist, müssen wir sagen, sind wir nicht Top 8, sondern sind wir Top 10. Jetzt kann man da immer diskutieren grundsätzlich, was bedeutet das? Ich würde sagen, aus der Situation heraus, mit dem Potenzial der Mannschaft, resultatmäßig Medaillen wurden die Zielsetzung einmal erfüllt. Wenn wir das ein bisschen näher betrachten und auf die Disziplin oder Sportart runterbrechen, dann haben wir uns erlaubt, mal eine Tendenz auch festzulegen aufgrund der Ergebnisse letzter Olympischen Spiele. M heißt Medaille, D heißt Diplom und beim Biathlon beispielsweise geht die Tendenz ganz klar aufwärts mit diesem Medaillengewinn, eine aufstrebende Sportart. Im Bob, auch wieder im Verhältnis mit Vancouver, hat es Medaillen gegeben, auf eine Aufwärtstendenz. Curling, sagen wir mal, sind wir praktisch ausgeglichen. Eishockey, eine Aufwärtstendenz mit dieser Medaille der Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft. Dann diese Disziplinen, Eisschnelllauf war nicht dabei, Eiskunstlauf war nicht dabei, nordische Kombination am Start, aber kein Diplom, also praktisch immer eine Tendenz, die nach unten schaut. Rodeln, Skeleton, auch kein Diplom gegenüber Vancouver, auch eine leichte Abwärtstendenz, Short Track nicht am Start. Und wenn wir hier weitergehen im Freestyle-Bereich, mehr Diplome, selbstverständlich, Skialpin, genau gleiches Resultat wie in Vancouver, was Diplome und Medaillen anbetrifft. Da hat man gegenüber Torino dann eine deutliche Steigerung. Langlauf, eine Aufwärtstendenz mit den 2 Goldmedaillen. Skispringen, sehr erfolgreich in diesem Bereich, dieses Mal nicht so erfolgreich.
Snowboard wieder eine Aufwärtstendenz gegenüber Vancouver. Einfach mal einen Überblick zu sehen, wie sich diese Sportarten halt auch entwickeln. Natürlich, wir wissen es alle, es ist ein ständiges Auf und Ab. Das Ziel ist natürlich immer, einen Fortschritt zu erreichen, aber das ist nicht so einfach. Diese Phänomene kennen wir ja alle. Wenn wir zu den Ergebnissen kommen, zum Team, vielleicht auch hier eine Folie, die aufzeigt, die Schweizer Olympiadelegation, die Anzahl Athleten, die man mitnimmt. Es waren 163 Athleten, die mitgenommen wurden, die sich selektioniert haben. Und hier sehen Sie auch die Tendenz, die ist leicht steigend in den letzten Jahren. Natürlich auch kommt hier, die kommen die neuen Disziplinen dazu, die neuen Sportarten, die eingeführt wurden. Jetzt in Sochi waren das Freestyle, Ski-Freestyle-Disziplinen, die dazu beigetragen haben, dass wir noch eine größere Delegation hatten als in Vancouver. Also hier auch eine Aufwärtstendenz. Wenn wir das Team ein bisschen auseinandernehmen, dann ein Altersdurchschnitt von 25,7 Jahre. Die älteste Athletin war die Curlerin Miriam Ott mit 41, die jüngste die Anja Müller mit 15, eine Eishockeyspielerin. Wir hatten 44% weibliche Athleten und männliche Athleten 56%. Und das war dann auch die Aufteilung. Also entspricht auch ungefähr dieser Folie, die ich vorhin gezeigt habe, 60% Herren Teilnehmer an Olympischen Spielen und 40% Frauen Teilnehmer an Olympischen Spielen. Das ist eine wichtige Folie, die aufzeigt, wie viele Athleten waren schon dabei einmal. Es ist ja immer die Diskussion, ist es wichtig, dass man schon mal dabei war, diesen ganzen olympischen Zirkus auch kennt, diese ganzen hohen Ansprüche an einer veränderten Umgebung. Der Sport bleibt sich eigentlich gleich, aber alles andere ist dann ganz verschieden und stellt ganz andere Anforderungen. Und hier sieht man, dass doch relativ viele Athleten, 102, das erste Mal dabei waren, 102 Athleten. Das hat auch mit den natürlich mit der Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen zu tun. Praktisch die Hälfte dieser Athleten war das erste Mal dabei. 21% die zweite Teilnahme, 11% die dritte, 4% schon die vierte Teilnahme und dann war noch Simi Amann, der hat schon die fünfte Teilnahme, war schon fünfmal dabei grundsätzlich. Das Selektionsprozedere ist natürlich etwas sehr Entscheidendes in der Entwicklung oder in der Vorbereitung einer Mission. Kann man zusammengefasst sicher sagen, dass die Richtlinien, diese strengen Richtlinien von Top 10 natürlich nicht von allen Athleten eingehalten werden konnten. Der Prozess war sehr positiv. Ich muss hier die Verbände sehr loben. Von den letzten drei Austragungen muss ich sagen, hat das reibungslos funktioniert. Eigentlich Bestimmung der Selektionskriterien, der Leistungsanforderungen gemeinsam mit den Verbänden und dann auch der Prozess der Umsetzung. Jugendklausel haben wir eingesetzt. Wir haben 5 Athleten mitgenommen, die Kriterien eigentlich nur zur Hälfte oder nicht hatten, aber mit dem Potenzial für einen guten Rang. Wir haben die Athleten mitgenommen, quasi als Investition auch für die Zukunft. Eine Herausforderung ist immer die Quotendiskussion mit den internationalen Verbänden. Wie viele Quotenplätze bekommt man jetzt schlussendlich oder letztendlich und wie entwickelt sich das auf Ende Januar hin? Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, um nachher auch die richtigen Athleten mitzunehmen. Die Grenzfälle haben wir bisher immer am Schluss behandelt. Jetzt haben wir es erstmals laufend behandelt. Das hat sehr viel Diskussionen verhindert, vor allem mit den Quotenplätzen. Das war sehr wichtig. So konnten wir das Quotenplatzmanagement viel vereinfachen. Und vielleicht zusammengefasst, wir haben eher großzügig selektioniert, darum auch 163 Athleten. Und ich glaube, das war ein richtiger Entscheid. Und Sie sehen, aus einer Trainerbefragung haben wir hier ein Feedback der Teamchefs, die eigentlich beurteilt haben, sie waren mit dem Selektionsentscheidsprozess sehr zufrieden, also praktisch 100% haben hier die Kooperation und den Prozess eigentlich als gut beurteilt. Wenn wir auf die Ergebnisse eingehen, die kennen Sie, logisch, aber vielleicht braucht es trotzdem eine kleine Analyse. 11 Medaillen, 6 Gold, meine, das ist schön, gleiches Resultat wie in Vancouver, 3 Silber, 2 Bronze. Wir haben eine Mannschaftsmedaille, das ist doch auch sehr erstaunlich und sehr wertvoll, diese Eishockey-Medaille. Wir haben im Team
eine Medaille, also hat sich das gut aufgeteilt. 25 Diplome, da kommen wir nachher darauf zurück, ein gutes Ergebnis, 36 Top-8-Rangierungen, also das heißt die Medaillen plus die Diplome, sagt auch einiges aus. Und total hatten wir 134 Klassierungen an den Olympischen Spielen. Wenn wir jetzt auf die Analyse der Ergebnisse ein bisschen eingehen, dann sehen wir hier, grün sind die Medaillen total, blau die Medaillen Männer und rot oder violett die Medaillen Frauen. Dann sehen wir hier die Tendenz doch steigend, aber hier ein kleiner Knick bei den Herren gegenüber Vancouver, aber weniger Medaillen, 6 Medaillen. Wenn wir bei den Frauen hinschauen, war Vancouver sicher sehr negativ mit einer Medaille und jetzt konnten die Frauen das steigern. Und total sind wir auf diesen 11 Medaillen. Wenn Sie die Verläufe ansehen, ist das immer ein bisschen eine Berg- und Talfahrt. Aber grundsätzlich von 1992 an von Albertville eine eher positive Tendenz, die wir so zur Kenntnis nehmen. Wenn wir den Anteil in Prozent anschauen, wie viele Medaillen in Prozent die Schweiz gewinnt, dann sehen wir hier zwei Niveaus. Ein Niveau hier, das eigentlich sehr ausgeglichen ist, also quasi die Top-8-Ränge und die Medaillenränge. Das pendelt sich immer um 4% ein. 4% der Medaillen gewinnt die Mission Schweiz. Und wenn wir hier zurückgehen, halt in die Jahre 88, 84, 80 und so weiter, sind wir mit Grün und Gelb auf einem leicht höheren Niveau. Also da war man eigentlich in Prozenten, gewann man mehr Medaillen gegenüber der Gesamtanzahl Medaillen als jetzt in dieser Phase. Aber diese Phase ist doch recht stabil. Wenn wir die Verteilungen der Klassierungen anschauen, dann sehen wir, dass wir zwischen Rang 7 und Rang 15 haben wir die meisten Platzierungen eigentlich. Hier haben wir die Medaillen und dann vor allem in diesem Bereich die größte Verteilung und dann geht das hier all zurück. Also die meisten Klassierungen sind da in den Top 30 und das zeigt auch doch die Qualität der Mission. Wenn wir die Top 8 Rangierungen anschauen, dann verändert sich ein kleines Bild hier. Die Herren haben auch im Bereich hier in den Rangpunkten der Top 8 eine Abnahme und die Frauen haben aber eine ganz deutliche Zunahme. Und das ist sehr erfreulich, dass der Erfolgsanteil der Mission auf Frauenseite ganz deutlich gesteigert wurde. Und das sehen wir auch hier in dieser Aufzeichnung, die Verteilung, Klassierungen nach Geschlecht. Da haben die Herren noch den Überhang mit 4 Medaillen und 2 Medaillen Gold der Frauen. Hier ist es ausgeglichen und vom Rang 3 eigentlich bis hier Rang 11 bis, ja, oder bis hier Rang 10 haben die Frauen einen größeren Erfolgsanteil in der Mission. Das ist eine interessante Feststellung gegenüber Vancouver, wo wir viel, viel schlechter die Frauen abgeschnitten haben. Also diese Steigerung ist sehr positiv zu sehen und vielleicht kommen wir kurz darauf zurück, warum das auch so ist. Vielleicht noch in Zahlen ganz kurz, 58%, also 78 Mal sind Ränge in den Top 15 erreicht worden, 25 Diplome, 15 der Diplome durch Frauen, also diese klare Steigerung, wie ich schon gesagt habe, und nur in 3 Sportarten kein Diplom, Nordische Kombination, Rodel und Skeleton und allen anderen Sportarten, 9 davon haben Diplome oder Medaillen gewonnen. Wenn wir das auf die Verbände verteilen, hat Swiss-Ski da viel Medaillen gewonnen, deren 9 und eine Medaille ging zu Swiss Leinig und Swiss Eishockey. Und das Durchschnittsalter der Medaillengewinner ist 23,8 Jahre, also tiefer als der Gesamtdurchschnitt. Das kommt auch davon, dass die Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft viele junge Athletinnen dabei hatte. Darum sind dieser Durchschnitt. Einzelathleten 26,8 und hier sehen Sie die Eishockey-Frauen 21,7 Durchschnittsalter, also relativ eine junge Mannschaft. Schauen wir noch den internationalen Vergleich an. Und da müssen wir schon mal genau hinschauen. Wir haben grün Norwegen, gelb Österreich, blau Schweden und Schweiz rot.
Und Sie sehen da ganz gewisse Tendenzen. Interessant, Norwegen seit 1988 eine große Steigerung. Das war die Vergabe der Olympischen Spiele in Lillehammer. Und da wurden Maßnahmen ergriffen, Olympiatoppen gegründet und so weiter. Und die können ihr Niveau praktisch halten, über 20 Medaillen oder sogar 25 Medaillen. Wenn wir Österreich anschauen, auch seit 1984 eine deutliche Steigerung. Das pendelt sich zwischen 15 und 20 ein. Wenn wir Schweden anschauen, hier eine Bässe und dann hier eine Steigerung und jetzt auch bei 15 Medaillen. Und wenn wir die Schweiz anschauen, dann ist auch sicher auch ein Aufwärtstrend hier seit 1982. Aber da haben wir immer wieder so auch kleine Rückschläge zu verkraften. Aber die Feststellung ist ganz klar, das sind vergleichbare Länder und die Schweiz gewinnt 11 Medaillen und die anderen Länder gewinnen deutlich mehr. Und da müssen wir uns dann vielleicht am Schluss zwei, drei kritische Fragen gefallen lassen. Warum ist das so und müssten wir da nicht auch ein bisschen mehr Ehrgeiz entwickeln, um dahin zu kommen? Wenn wir die Top-8-Rangierungen anschauen, da wird es ein bisschen besser, weil da sehen wir, dass die Schweiz Schweden überholt. Also da sind wir ein bisschen ausgeglichener im Top-8-Ranking als nur auf den Medaillen. Das ist sicher erfreulich, aber Österreich und Norwegen sind hier auch noch weit voraus gegenüber unserem Land. Aber dieser Aspekt hier ist positiv und ich hoffe, dass wir so eigentlich weiterfahren können. Wenn wir jetzt noch den internationalen Vergleich anschauen, Winter und Sommer, vor allem sehen wir, dass wir einen Aufwärtstrend haben hier, Medaillenränge und Diplomränge Winter, blau. Diese Aufwärtstendenz ist deutlich zu erkennen. Wenn wir den Sommer anschauen, dann ist es ein bisschen herausfordernder. Da muss man sicher sich überlegen, wie man diesen Abwärtstrend dann stoppt. Der Winter im Moment, der schaut besser aus. Da ist die Zukunft rosiger. Das mal vielleicht so ganz kurz und zack eine erste Analyse der Ergebnisse. Wenn wir noch auf gewisse organisatorische Sachen eingehen wollen, dann muss man auch klar sagen, es war eine schwierige Zeit vor Sochi. Grundsätzlich wurde Sochi und der Austragungsort und das Organisationskomitee und das Land sehr kritisch beobachtet. Es gab diese Horrorszenarien in den Medien, überall wurde eigentlich Sochi runtergemacht. Und das war für die Beteiligten, vor allem auch für die Athleten, nicht einfach, weil Athleten freuen sich auf Olympische Spiele. Ich mag mich erinnern, wie sie sich auf London gefreut haben, auf Vancouver oder auch andere Olympischen Spiele. Und das war hier ein bisschen eine andere Ausgangssituation. Olympische Spiele sind für einen Athleten ein Lebensereignis. Und es ist nicht einfach, wenn man jeden Tag in der Zeitung liest, wie schlecht das ist und wie korrupt das ist und was das alles schlecht ist. Und es war eigentlich genau das Gegenteil, was wir angetroffen haben. Wir sind also viel nach Sochi, etwa 6 Mal haben wir Rekognoszierungen gemacht und das war sicher nicht einfach, da alles die Informationen zu bekommen. Die Vorbereitung war anders als in London, als in Vancouver. Und wir haben alle Anlagen angeschaut, viel mit den Organisationskomitees kommuniziert. Und da ist es nicht so einfach, ist es anders mit Russen als mit Engländern oder Kanadier. Wir haben dann verschiedene interessante Dinge angetroffen. Also das ist der Kraftraum der Arbeiter in der Biathlonanlage. Da wird so trainiert und natürlich mussten wir hier und da auch kulturelle, gesellschaftliche Regeln einhalten und dann mit dem Russen am Abend hier und da anstoßen, damit wir zu unseren Informationen kamen. Also cool und clean mussten wir da hier und da aus den Augen verlieren und kamen dann wieder am anderen Tag wieder ganz gut zurück. Die organisatorische Vorbereitung war also herausfordernd mit den Russen, aber es hat gut geklappt. Was ganz wichtig ist, ist die Kooperation mit dem FEDPOL, Die Sicherheitslage war sehr kritisch, man wusste nicht, was erwartet uns in Sochi. Sie kennen all diese Szenarien, die gezeichnet wurden. Da wurden wir sehr gut unterstützt. Wir haben einen Krisenstab vorbereitet. Wir waren top auf diese Situationen auch präpariert. Die Kooperation mit dem Swiss House ist auch wichtig. Es ist eine wichtige Plattform für die Mannschaft, wo die Zeremonien und das stattfindet. Ist sehr wichtig.
Und unser Teammanagement hat unglaubliche Arbeit geleistet in allen unteren Bereichen, Sport, Sicherheit, Logistik und so weiter. Eine Mission mit 336 Leuten nach Russland zu führen und wieder zurück, braucht eine extreme Vorbereitung. Und auch hier zeige ich noch eine Folie. Das Feedback der Verbände war entsprechend positiv. Und hier ist diese Folie, also sehen, das ist jetzt ein bisschen Selbstlob, aber das ist wichtig aufzuzeigen, vielleicht auch zu wenig selbstkritisch, aber es ist auch eine Anerkennung für unsere Leute, die hier wirklich Top-Arbeit leisten, dass in diesen Bereichen die Teamchefs eigentlich unisono praktisch 100% sagen, hey, die Kooperation mit der Missionsleitung und mit dem Führungsteam war gut. In diesem Bereich hier ist es ein bisschen anders und Sie sehen, es ist nicht alles perfekt, aber das sind die Feedbacks. Zum Beispiel hier möchten die Teamchefs natürlich haben opponiert, dass die ganze Infrastruktur, was Lounges für die Mannschaften, Theoriesäle und so weiter, nicht ganz optimal war. Oder die Ausrüstung war in diesem Bereich gut, aber 30% haben das als nicht optimal angeschaut. Also Sie sehen, die Feedbacks der Teamchefs waren positiv, aber auch natürlich kritisch und das ist wichtig. Nur so kann man gewisse Fortschritte machen für die Zukunft. Der Sportmed-Bereich ist extrem wichtig im Wintersport, weil es sind vor allem die Infektprophylaxe, die ganz eine wichtige Rolle spielt. Und da hat die Sportmed-Gruppe mit der Taskforce, das ist eine Gruppe, die sich immer vorgängig eigentlich mit verschiedenen Themen auf Olympische Spiele vorbereitet, Wissen aufarbeitet für die Teamchefs, für die Coaches, damit man die Athleten gut betreuen kann. Also da wurde das Produkt Immunoforce Plus, das Sie sicher kennen, entwickelt. Ein sehr gutes Produkt für die Infektprophylaxe. Und die anderen Themen, wo Wissen aufgebaut wurde, sind diese Themen. Und diese Themen kann man bei uns eigentlich auch das Wissen beziehen über Nicole Gassmann. Die stehen allen offen, dass auch für andere Delegationen diese Themen sind gut aufgearbeitet. Mit dem Ziel, natürlich hier die besten Rahmenbedingungen zu geben, auch auf die örtlichen Gegebenheiten des Austragungsortes. Im Sportmed-Bereich muss man noch dazu sagen, dass die Ärzte und die Physiotherapeuten und der Osteopath natürlich werden intensiv genutzt, selbstverständlich. Auch der Sportpsychologe hatte über 80 Interventionen. Das muss man wissen. Also dieses Team ist sehr, sehr wichtig und konnte natürlich auch gewissen Athleten sehr helfen. Leider 5 Athleten nicht, die haben sich verletzt, die mussten frühzeitig nach Hause reisen. Das ist immer auch dann eine schlechte Geschichte, wenn Athleten 4 Jahre sich vorbereiten und dann eigentlich von einem Moment auf den anderen die Mission verlassen müssen. Und das sind schwierige Momente für die Athleten, für das ganze Umfeld, die man natürlich auch bewältigen muss. In der Vorbereitung, das ist auch wichtig vielleicht für Sie, auch im Hinblick auf Rio, wurden spezifische Programme lanciert, ganz spezifisch im Hinblick auf Sochi, da wurde viel auch Geld investiert, über Swiss Olympic wurden diese Programme und Projekte unterstützt. Und zusätzlich hat das Olympic Solidarity vor allem für Team und Individuals, vor allem auch das Projekt Women on the Podium nach Vancouver, das wir gestartet haben, dass die Frauen erfolgreicher ihre Umfelder besser professionalisieren können, haben hier investiert. Und ich glaube, sagen zu können, das hat sich ausgezahlt. Das Olympic Coach Programm, komme ich kurz darauf zurück nachher, ein ganz wichtiges Programm. Und dann hatten wir noch so kleine Sachen, die wir eingeführt haben, zum Beispiel die Airwave-Matte, eine kleine Matte, die die Erholungsfähigkeit für jeden Athleten verbessert hat, die man unter das Leintuch auf die Matratze legt, haben wir 170 Matratzen nach Russland verschifft, damit hier die Athleten eigentlich besser schlafen können, sich besser erholen können. Und Sie sehen, und das ist ja nicht vollständig, da werden unzählige kleine Sachen werden hier aufgebaut. Details sind sehr, sehr wichtig. Andere Projekte hier, Beispiele, die unterstützt worden sind, ist ganz wichtig, die Verbände und die Teams zu unterstützen.
vor allem auch der sportpsychologische Bereich oder auch Traineranstellungen zusätzlich hier, damit man die Verbände unterstützen kann, mehr Manpower einsetzen kann, damit diese Leute dann, die Athleten, die optimalen Rahmenbedingungen haben. Im Women on the Podium noch vielleicht ganz kurz wurden vielleicht vor allem die persönlichen Umfelder angeschaut und dann ganz spezifisch versucht, diese Umfelder zu optimieren, damit sich die Frauen da wirklich besser vorbereiten können. Hat sich auch ausgezahlt und man wird sicher in Zukunft diese Projekte weiterverfolgen. Ein ganz spezifisches Projekt im Winter, es geht nicht ohne, ist die ganze Schneeanalyse und das Schneemanagement, weil jeder Ort ist anders. Wir trafen in Sochi auf Frühlingsschnee oder ganz nassen Frühlingsschnee und da wissen Sie selbst, ein Gleitgerät auf Schnee funktioniert anders bei minus 20 oder bei plus 2 in nassem Schnee, alten, umgewandelten Schnee. Das ist gewissen Athleten entgegengekommen, die diese Verhältnisse lieben, anderen halt weniger. Das gehört halt auch zum Regulativ der Winterspiele. Aber diese Arbeit ist sehr wichtig. Wir hatten zwei Leute in der Vorbereitung vor Ort, während den Spielen vor Ort, Wetterdaten gesammelt, die ganze Palette Schnee, Wetter, Prognosen, Feuchtigkeit, Schneebeschaffenheit, Sonneneinstrahlung und so weiter, ist eine Wissenschaft, aber ohne das geht es nicht mehr. Es ist sehr wichtig, dass wir hier die Unterstützung haben und das SLF von Davos macht das jetzt schon mehrere Male und hat hier viel Wissen aufbauen können. Nun vielleicht noch zum Olympic Coach Programm, ist auch ein Projekt, das aus der Mission organisiert wird, auch unterstützt von hier, von Macklingen. Ich denke, Leo Held hat hier ein gutes Produkt jetzt entwickelt, das weiterentwickelt werden muss, aber es ist eine weitere Plattform, wo auch Sharing ein wichtiges Thema ist. Leadership ist ein wichtiges Thema, weil Sie wissen es selbst, auch der Coach trifft an Olympischen Spielen auf andere Bedingungen, auf andere Rahmenbedingungen, andere Anforderungen muss er standhalten und die Situation ist einfach bei Olympia anders. Und auch der Coach muss sich in seinem Selbstmanagement, aber auch wie er gewisse Situationen mit seinem Team führt, muss er sich vorbereiten. Die Krux im Winter ist die, dass die Saison ist sehr intensiv, sie ist sehr eng. Es gibt nicht viele Daten, die zur Verfügung stehen, weil die Weltcup-Saison geben über 3 Monate, die Selektionen finden statt. Aber es lohnt sich hier Tage herauszunehmen, damit die Coaches wirklich auch olympischen Anforderungen genügen können. Und da liegt sicher noch ein gewisses Potenzial drin, dass die Coaches topfit kommen und diese Situationen nachher auch richtig beurteilen können zugunsten ihrer Athleten. Also auch hier, die Teamchefs haben eigentlich gesagt, Olympic Coach Programm ist sehr nützlich, selbstverständlich. Und ich würde meinen, man muss das unbedingt weiterführen. Es ist ein gutes Produkt, finanziert aus der Mission. Ralf und Leo, und ich glaube, es ist ja morgen ein Thema auch, werden die Programme weiterentwickeln und anpassen. Das ist wichtig aus den Erfahrungen und muss unbedingt die Chance nutzen, hier weiterzukommen. Ich komme zu einem ersten Fazit und möchte Folgendes sagen. Die Erfolgsbilanz ist leicht besser als in Vancouver. Das ist positiv. Da hat sich sicher auch der Schweizer Sport, die ganze Förderung, die Verbände haben weiter große Anstrengungen gemacht. Das ist sicher positiv. Die Erfolgsbilanz über die längere Periode ist grundsätzlich stabil. Das ist auch erfreulich. Die Tendenz leicht steigend. Der Erfolgsbeitrag der Frauen ist wieder, sage ich, auf gutem Niveau. War auch wichtig nach Vancouver, nach diesem Loch, dass die Frauen hier den Anteil klar gesteigert haben. Und organisatorisch war es eine gelungene Mission. Hier muss man aber auch klar sagen, wir hatten Glück. Wir hatten keine großen Zwischenfälle. Wenn 336 Leute unterwegs sind, können immer auch außerordentliche Ereignisse geschehen. Und wir hatten Glück in dieser Mission, es ging praktisch reibungslos. Wir hatten am Anfang 1-2 kleine Krisen, aber ganz kleine und alles andere ist eigentlich reibungslos verlaufen. Und es braucht auch dieses Glück, es geht nicht immer so. Ich erlaube mir auch, aber an dieser Stelle persönlich 2-3 Bemerkungen zu machen. Meine persönliche Meinung ist klar,
es kann nicht sein, und Sie haben diese Graphen gesehen, dass Österreich und Schweden erfolgreich sind wie die Schweiz. Ich glaube, wir müssten den Ehrgeiz entwickeln jetzt im Wintersport und sagen, wir müssen auf dieses Niveau hochkommen. Machen wir diese Vergleiche mit ihnen, was Ressourcen anbelangt, was Möglichkeiten anbelangt, dann sind wir im Sportsystem nicht weit weg von Schweden und von Österreich. Und es kommen ja immer weitere Fortschritte. Und wir machen ja Fortschritte. Aber wir sollten auch den Ehrgeiz haben, weil wir viele Disziplinen eigentlich bearbeiten. Wir waren mit 12 Sportarten in Sochi und das finde ich gut. Ich meine, die Holländer, die sind erfolgreicher als wir. Die haben über 20 Medaillen mit einer Sportart. Aber die klammern wir mal raus, oder? Die nehmen wir mal raus. Aber ich glaube, es ist im Sinne der Schweiz, eines Winterlandes, Wintertourismus, ist wichtig, dass wir erfolgreich sind an Winterspielen. Und ich würde mir wünschen, dass der Schweizer Sport den Ehrgeiz entwickelt und sagt, wir wollen noch jetzt einen Schritt machen. Wir wollen nicht immer bei 10 Medaillen, 9 Medaillen, wir möchten gerne 14, 15, 16 Medaillen. So wie das in Calgary schon der Fall war, mit weit weniger Disziplinen und Sportarten im Programm. Da müssen wir eigentlich wieder hinkommen. Und das liegt drin. Ich bin überzeugt, dass das liegt drin. Man muss weiter die Professionalisierung und vor allem die Individualisierung im Einzelsport muss man vorantreiben. Das sagt nicht, es braucht nicht Einzelteams, das ist nicht gemeint, aber man muss die Individualisierung früh erkennen und die Umfelder dieser Athleten entsprechend auch bewirtschaften. Ist ganz wichtig, um die Fortschritte und konkurrenzfähig zu bleiben. Maßnahmen von meiner Seite aus gesehen, wir müssen die Anreize weiter verstärken, dass die Jugend Wintersport betreibt. Das ist nicht einfach. Die Schneegrenze geht hoch, braucht etwas Kapital, um auch Wintersport zu betreiben. Aber der Bezug zum Schnee ist in diesem Land extrem wichtig und den müssen wir noch ausbauen. Wir brauchen auch spezifischere Infrastrukturen. Wir denken immer, wir seien super, aber das stimmt eigentlich nicht. Als Beispiel kann ich Ihnen sagen, auch die Schweiz, ein super Skiland, hat nicht eine permanente bewässerte Piste zur Verfügung, wo die Athleten vom Nachwuchs bis in die Elite immer trainieren können. Existiert nicht in unserem Land. Ist eigentlich verrückt. Existiert nicht. Und ich glaube, im Infrastrukturbereich muss man gute Infrastrukturen haben, dass die trainieren können. Wir brauchen mehr Ressourcen, ist ja klar. Und die Stellung und Qualität des Coaches muss verbessert werden. Einer der größten Erfolgsfaktoren in einem Sportsystem, in einer Sportstruktur, ist die Qualität des Trainers. Als Leader, als Pädagoge, Psychologe, Fachkraft, als sozialkompetente Führungskraft in einem sportlichen Umfeld. Nun, meine Zeit ist jetzt abgeschlossen. Das ist meine letzte offizielle Aktion für Swiss Olympic. Jetzt pfeift ein anderer Wind. Ja. Jetzt kommt Ralf. Ich bin sehr froh, dass Ralf diese Rolle übernimmt. Ich bin überzeugt, er bringt die besten Voraussetzungen mit, um diese Rolle erfolgreich zu spielen oder diesen Job zu übernehmen. Er ist perfekt vernetzt, er hat gute Kontakte in der Verbände, auch mit seinem Job bei Swiss Olympic. Ich bin überzeugt, dass die Athleten in Zukunft bei ihm in guten Händen sein werden. Ich bedanke mich bei allen, die mich unterstützt haben. Das sind viele Athleten, viele Coaches, viele Verbände, viele Sponsoren, Medien und so weiter, die mir die Arbeit leicht gemacht haben. Und selbstverständlich das Team, das mich immer unterstützt hat. Ohne Team geht gar nichts. Und ich denke da vor allem auch an Susanne Böhlen, die hier einen unglaublichen Job im Hintergrund macht, die ganze Logistik organisiert. Ohne sie wäre ich schon lange tot. Und von dem her verdient sie da einen ganz besonderes Lob. Ich bin dankbar, durfte ich das machen. Ich hoffe, ich kann auch in meiner neuen Funktion weiterhin im Sport tätig sein. Jetzt einfach als Mandatsträger, das ändert ja nicht viel. Und ich freue mich auf diese Zeit. In dem Sinne danke ich für die Aufmerksamkeit und für alle Mitarbeit und wünsche euch noch eine gute Tagung. Vielen Dank.